Lieber eine Stunde über Geld nachdenken als eine Stunde für Geld arbeiten. Für dieses Bonmot ist der amerikanische Milliardär John D. Rockefeller bekannt geworden. Und in Anlehnung daran wollen wir heute ein paar Minuten auf dem Fondskongress in Mannheim über Geldanlageideen sprechen. Und zwar mit Fondsmanagerin Elisabeth Weisenhorn, Geschäftsführerin der Porticus Investment GmbH, hier am Stand des Berenberg Vermögensverwalter Office. Danke für Ihre Zeit, Frau Weisenhorn. Sie sind den Kapitalmärkten schon seit Jahrzehnten in ganz verschiedenen Positionen und Bereichen verbunden. Was macht denn den Reiz der Börse für Sie aus? Ja, das geht ja schon ganz schön lange. Ich war ja schon als Studentin bei Fiducia Costolani und dann auch mal an der Wall Street gewesen. Und warum habe ich mich letztendlich nach dem Studium für diesen Geschäftszweig entschieden und dann bei der DWS begonnen? Die Synthese aus Analyse und Entscheidung. Und Wirtschaft war, ist und bleibt spannend. Und insofern auch die Börse. Und das macht's aus. Mitunter ist inzwischen ein echter Kulturkampf zu spüren, auch hier auf dem Fondskongress, und zwar zwischen den Befürwortern von aktiven und passiven Investments. Bei Ihrem Fonds fließen grundsätzlich beide Werte, also aktive und passive, ein. Was ist die Idee dahinter, Frau Weisenhorn? Also Kulturkampf gibt's bei uns diesbezüglich überhaupt gar nicht. Wir machen immer aktive Investmententscheidungen. Und wir bedienen uns der passiven Instrumente als effiziente Basis-Investments. Dann schauen wir doch mal Ihre Doppel-Plus-Strategie, so nennen Sie das, mal etwas genauer an. Welche Werte sind denn in der Säule passives Basis-Investment in erster Linie zu finden? Ja, man muss sich das so vorstellen. Wir allokieren ja, wir entscheiden, wo soll das Geld investiert sein? In Aktien, Renten, Cash und dann in der zweiten Ebene in welchen Ländern? Oder Regionen. Und dann haben wir als erste Ebene dann wieder, ja, mit welchem Instrument wollen wir das eigentlich machen? Und das Basisinvestment, die international diversifizierte Anlage, die erfolgt dann in den sogenannten passiven Instrumenten, den kostengünstigen Instrumenten. Säule Nummer zwei sind dann naturgemäß die aktiven Investments. Sind das jetzt eher Einzelaktien oder sind das aktiv gemanagte Fonds? Die aktiven Investments in unserer Doppel-Plus-Strategie, also das zweite Plus, bezieht sich eigentlich maßgeblich auf Einzelaktien, auf Anlagen in Unternehmen, die wir identifizieren und von denen wir hoffen, dass sie einen Mehrwert in unsere Anlagestrategie bringen. Es kann aber auch einmal ein aktiv gemanagter Fonds dabei sein. Wie sieht denn jetzt die Gewichtung dieser beiden Säulen aktuell bei Ihnen aus? Und vor allen Dingen, wie wird das möglicherweise immer wieder neu justiert? Nach welchen Regeln gehen Sie davor? Also unser Fonds, da geht es ja um eine internationale Anlage, eine vermögensverwaltende Anlage. Deswegen ist jetzt gar nicht so wichtig, 56% da und dort von den Instrumenten, sondern für uns ist entscheidend, in welchen Asset-Kategorien, Aktien oder Renten oder Cash wollen wir denn sein, mit wie viel und dann in welchen Regionen der Welt. Und wir haben uns für die Anlage in Einzelunternehmen eine Obergrenze gegeben von 30% und das haben wir fast ausgeschöpft. Abschließend, welche Zielgruppe wollen Sie mit diesen Anlageideen ansprechen? Der Fonds ist ja ein vermögensverwaltender, internationaler, diversifiziert anlegender Mischfonds, der sich an den wachstumsorientierten Anleger richtet. Also im Prinzip jedem oder jeder, die Geld anlegen will, in diesen Bereichen international diversifiziert. Wir sind nach oben dabei, achten aber darauf, dass das Minus nach unten nicht allzu groß wird. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg auch im Jahre 2019, genau mit dieser Strategie. Elisabeth Weisenhorn war das von Porticus Investments hier auf dem Fondskongress in Mannheim. Herzlichen Dank für das Gespräch.